Hallo zusammen, hätte so Schichtfleisch in der DDR ausgesehen? Das werden wir in der heutigen Folge erörtern, denn es gibt Rostbräte Schichtfleisch. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video veröffentlicht zum Thema Rostbrätel und die Rückmeldungen auf dieses Video waren so zahlreich, dass ich mir überlegt habe, ich muss das nochmal aufgreifen. Wir haben jetzt die grundsätzliche Zubereitungsidee vom Rostbrätel weiter aufrechterhalten, zum Beispiel die Marinade, und dann hinterher die Zubereitung etwas verändert. Am meisten wurde über den Senf diskutiert und deshalb habe ich, im Gegensatz zum ersten Rezeptvideo, wo ich Bautzner Senf genommen habe, mir heute den Thüringer Bornsenf organisiert. Als dritte Senfidee wurde noch relativ häufig der Altenburger Senf in den Ring geworfen. Der steht auf jeden Fall auch mal auf meiner Shoppingliste. Ein weiterer Hinweis ging in Richtung Würzung. Normalerweise habe ich nur Salz und Pfeffer benutzt. Jetzt habe ich noch Majoran ergänzt. An der Stelle bin ich eigentlich eher davon überzeugt, dass weniger mehr ist. Es gab auch Hinweise zum Beispiel auf TikTok, ob man nicht noch Chili-Pulver oder Chilischoten mit reinmischte, woraufhin wieder jemand antwortete, wir waren damals in der DDR, wir hatten doch nichts und Chili-Pulver schon gar nicht. Ja, also ich finde es immer sehr schön, wenn man das Ganze mit etwas Humor nimmt und mir liegt jetzt auch hier nichts ferner. Auf jeden Fall ist die grundsätzliche Rezeptidee top. Ich habe jetzt noch Zwiebeln geschnitten zwischendurch und diese dann der Marinade untergemischt. Jetzt habe ich meinen geschnittenen Schweinenacken, den ich einfach unterhebe. Auch hier gab es Varianten. Es gab zum Beispiel jemanden, der darauf hingewiesen hat, dass er eigentlich die Senfmasse nur um das Fleisch mit Zwiebeln und Gewürzen gemischt hat und das Ganze dann mit Bier aufgefüllt hat und das dann im Kühlschrank hat ziehen lassen. Ja, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Ich finde die grundsätzlichen Rückmeldungen zu diesem Video auf allen Kanälen, es hat großen Spaß gemacht und deshalb habe ich gedacht, ich greife das nochmal auf. Da ich aber ja jetzt nicht nochmal Rostbrätel ganz normal machen würde, nur mit den kleinen Unterschieden von Senf, Majoran etc., habe ich mir überlegt, wir basteln daraus ein Schichtfleisch. Aus diesem Grunde habe ich das Fleisch auch nicht platt geklopft, denn das war auch ein Hinweis, dass man normalerweise den Schweinenacken vorher noch ordentlich mit so einem Fleischhammer bearbeiten sollte. Ich nehme jetzt die Schweinestücke aus der Marinade raus, versuche etwas von der Marinade abzustreifen und schneide dann nochmal Zwiebeln frisch. In dem Fall macht das bei dem Schichtfleisch etwas mehr Sinn, als jetzt die Zwiebeln inklusive Marinade nochmal in irgendeiner Art und Weise zu verwenden. Das sind jetzt hier so 3 oder 4 große Metzgerzwiebeln und die schneiden wir in Ringe. Diese Ringe, ja, nehme ich dann so ein Stück weit wieder ein bisschen auseinander und kleide damit meinen Dutch Oven aus. Das ist mein Landmann Dutch Oven, der hat 3 Liter Fassungsvermögen. Die Mengenangaben für dieses komplette Gericht inklusive Fleisch, Zwiebeln und so weiter und so fort findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Am Ende von dem Video kommt auch nochmal der Link zu meinem ersten Rostbrätel-Video. Wenn ihr euch das noch nicht reingepfiffen habt, dann könnt ihr das natürlich im Nachgang zu dem Video auch noch gerne mal tun und mich dann wissen lassen, A, welchen Senf bevorzugt ihr und was würdet ihr bei dem Rezept noch anders machen. Je nachdem, wo ihr genau herkommt, habe ich gemerkt, dass es dort sehr, sehr krasse regionale Unterschiede gibt oder manchmal auch nicht so krasse, aber leichte. Dann seht ihr das hier, schichte ich, genau wie das bei Schichtfleisch so üblich ist, immer abwechselnd Zwiebeln, Fleisch, bis der Dutch Oven voll ist. Jetzt würzen wir das Ganze nochmal von oben zusätzlich mit Salz, Pfeffer und Majoran. Und ich hatte dann in meiner 0,3 Bierflasche von den 250 Millilitern, die ich für die Marinade genommen habe, noch einen guten Schuss über. Und den habe ich dann einfach noch so oben drüber gekippt. Jetzt Deckel drauf. Heute nicht auf dem Holzkohlegrill, sondern der Einfachheit halber auf meinem Gasgrill. Der Landmann Triton ist vorgeheizt. Linker und rechter Brenner werden angeschaltet. Das Deckelthermometer zeigt dann in der Regel so zwischen 130 und 150 Grad Celsius. Und jetzt lasse ich diesen Topf einfach bei 130 Grad indirekter Hitze zwischen 3 und 3,5 Stunden garen. Nach einer guten Stunde kann man schon mal reingucken. Da sieht das schon nicht schlecht aus. Man merkt natürlich richtig schön, dass der Schweinenacken so ein bisschen ausfettet und die Zwiebeln Flüssigkeit abgeben. Deckel wieder zu und fertig garen lassen. Am Ende hat man dann, und so soll das ja bekanntlich bei Schichtfleisch sein, einen total leckeren, zarten Schweinenacken, der beim Herausnehmen auseinanderfällt. Bei der Fragestellung zum Thema Bautzner oder Bornsenf, da muss ich persönlich zugeben, wer nach so einer Garzeit sowohl beim Rostbrätel als auch bei dem Schichtfleisch noch herausschmecken kann, ob es sich vorher bei der Marinade um Bautzner oder um Bornsenf gehandelt hat, der ist richtig, richtig gut.
Nichtsdestotrotz ist das Rezept, die Marinade, wirklich Bombe. Das ist so eine Vorlage, das ist unglaublich. Ich werde auf jeden Fall noch den Altenburger Senf organisieren. Ich habe auch demnächst noch das ein oder andere DDR-Rezept am Start, was ich hier im Dutch Oven mal ausprobieren möchte. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.